Mein Name ist Dagmar Schnittger, ich bin die Leiterin der Stadtbücherei in Büren und wir haben einen Makerspace eingerichtet und arbeiten viel mit Schulen zusammen in Sachen Medienkompetenz. Und das Team der Schule heute möchte gerne wissen, was wir für Angebote haben und wie sie die dann nutzen können. Das sind inzwischen ganz viele unterschiedliche Medienkisten mit Robotik-Tools, mit Tink- und Tiptoy-Stiften, mit Erweiterungen, V-Boards, Blueboards, Ozobots, Robotik-Tools zum Ausprobieren, damit die Schule entscheiden kann, welche Angebote sie wahrnehmen und einsteigen können, ihr Medienkonzept zu schreiben. Die Materialien, die wir anbieten und die Medienkästen sind so aufbereitet, dass sie in der Schule auspacken können und können die sofort einsetzen. Es braucht nichts mehr kopiert, geklebt werden oder gebastelt werden oder noch dazu besorgt werden. Sie sind so vollständig auch mit Lehrern erarbeitet, dass sie sie direkt einsetzen können. Gerade der Robotikbereich, die Robotik-Tools, die wir anbieten, kennen die Lehrer und Lehrerinnen noch nicht. Und sie können die hier ausprobieren. Und es sind natürlich wie bei allen Neuerungen, das ist menschlich, sind ein bisschen Sorge, ja, wie ist die technische Hürde, kann ich das überhaupt schaffen, ist das eine Überforderung, mich da einzuarbeiten, und hier können Sie die Dinge ausprobieren und oftmals erkennen Sie danach sofort, das ist ganz einfach und simpel, es ist kein Hexenwerk, und wenn diese Angst vor dieser Technik weg ist, dann fangen die Lehrer und Lehrerinnen oftmals an, sofort zu überlegen, wie sie didaktisch da, wie kann ich das in meinem Unterricht konkret einsetzen. Zusätzlich haben wir noch so eine Art Arbeitskreis gebildet, die wir anbieten in der Bibliothek, wo sich die Lehrer treffen und auch untereinander austauschen. Da ist ein großer Bedarf da einfach. Wenn man die letzten Jahre zurückschaut, Bibliotheken haben früher Videokassetten gehabt und Kassetten. Heutzutage hat jeder ein Smartphone in der Tasche, also ein kleines Internet immer mit dabei und Informationen, es wird alles schneller. Und trotzdem ist der Bedarf da der Menschen nach Gespräch, nach Kommunikation und nach Hilfestellung. Und dafür sind Bibliotheken einfach die Orte. Und deshalb müssen Bibliotheken auch sich entwickeln und umstellen und andere Angebote anbieten. Ich finde das schon faszinierend, das Programmieren zu lernen. Ne? Das geht wirklich. Und das hat ja auch ganz viel mit Geometrie zu tun und Perspektivenwechsel. Es lohnt sich, sich einzuarbeiten. Und wenn die Verlage sich darauf jetzt einschießen und wenn die Technik jetzt mehr in die Schulen kommt, dann bin ich sehr froh, dass wir unterrichtsbegleitendes Material haben, was wir schon verwenden können. Was ich jetzt selber mal ausprobieren würde, wäre zum Beispiel das mit den V-Bots zum Beispiel. Das könnte man gut mal im Unterricht machen, sicherlich auch in der Vordergruppe mal. Weil da enorm das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder auch geschult wird. Die neuen Medienkisten, die die Bücherei erstellt, die waren interessant, weil da viele verschiedene Unterrichtsmaterialien drin sind, die auch schon laminierte Folien und so weiter beinhalten, was wir da nicht mehr vorbereiten müssen. Es freut mich immer wieder, wenn die Lehrer merken, dass sie mit den Angeboten, die wir machen, in den Schulen direkt arbeiten können und motiviert sind, loszulegen mit einem Teil, einfach mit dem ersten Schritt, und sofort Termine machen für Führungen. Und ja, das freut mich immer total, dass das so gut ankommt.